Weiter geht's bei Timberborn nach der Horrorflut von Anno 23. Und tja, es ist Tag 1 nach der Horrorflut. Und ich muss euch leider beichten, hier vorne ist das Wasser schon weg. Tja, was soll man sagen? Unsere Lager sind wieder leer. Ich dachte, ich könnte das jetzt ein bisschen überdramatisieren am Anfang dieser Folge und was von toten Bibern erzählen, die in den Gängen liegen, wo die guten Reds und Davidex dieser Zeit über die Sternchen rübergehen, die auf dem Boden liegen und im Wasser gestorben sind vor Hunger, weil das Wasser die Lager überflutet hat. Ja, so dramatisch ist die Lage. Leider nicht. Das wäre langweilig. Wir haben hier jetzt ein bisschen was, aber ich habe die Hoffnung, dass das auch relativ schnell geht. Wir haben ja hier hinten noch ein paar Kohlrabis, also das ist auch nicht so schlimm. Das geht in ein paar Tagen ein. Tja, man muss sagen, Glück gehabt. Ja, das ging relativ fix hier. Wir müssen aber dann trotzdem hier zumachen und dann hier oben die Flut ein bisschen begrenzen. Müssen wir mal gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Wir müssen nämlich hier eigentlich jetzt auf 2 gehen und da dann auf 0,5, um da hinten mehr rauszulassen. Also wir können natürlich nicht noch eine Überflutung riskieren, das geht nicht. Aber wir müssen einfach zusehen, dass unsere Tanks hier voll bleiben. Ne? Also wir können jetzt hier nicht noch irgendwas anderes machen. Deswegen machen wir hier mal nur 1,5. Und lassen hier ein bisschen Wasser mit rauslaufen. Das entspricht ja ungefähr dem, was wir da hinten auch haben. Und dann hoffe ich mal, dass es hier nicht so wird. Tja, und ich glaube, die hier vorne werden wahrscheinlich eingehen. Die werden wir nicht retten können. Ist aber auch nicht schlimm. Dann machen wir es halt. Dann pflanzen sie es neu an. Wir haben ja Gott sei Dank genug Essensreserven hier. Ja? Wir haben alles voll. Die Pilze sind voll, die Kohlrabi sind voll. Also, da mache ich mir jetzt keine Sorgen. So, ja, jetzt haben wir genau das Problem, dass Faulwasser hier. Wir brauchen halt das Faulwasser. Deswegen können wir hier eigentlich kein Wasser ableiten. Ne? So, machen wir wieder zu. Wieso kommt denn hier oben jetzt nichts raus? Weil wir das jetzt alles hier lang pumpen. Oh, Leute. Dann gehen wir mal, pass auf, wir machen mal da auf und lassen mal die Hauptmasse des Wassers da rauslaufen. Vielleicht kriegen wir das so ein bisschen jetzt mal hier strukturiert. Das wäre natürlich toll. So. Tja, wir können jetzt eigentlich auch mal auf 18 Stunden gehen, ne? Die können ruhig mal ein bisschen buckeln hier. So, wer hat Hunger? Shadow Mio beschwert sich, dass er kein Essen hat. Wieso ist denn das... Nee, das ist immer noch überschwemmt. Wieso ist denn das... Ich würde sagen, aber jetzt nicht mehr. Ist das hier schon wieder nachgelaufen? So, jetzt ist es, ernsthaft, pünktlich zum Tod der Pflanze ist das Wasser weg. Alter, das Spiel will mich ärgern, oder? Das ist unglaublich. Naja, es ist, wie es ist. Dann müssen wir die nachpflanzen. Wir haben noch ein bisschen Kohlrabi hier hinten. Das macht jetzt für die Gesamtsituation ja eigentlich keinen großen Unterschied, in meinen Augen. Jetzt haben wir Böhnchen hier, 74 Böhnchen. Da wird kräftig am Rad gedreht. Und der Kaffee produziert. Und guckt euch das an. 55 feinstes, heißes Kaffeezeug ist hier. Hier unten haben wir mittlerweile 40 Kaffee. Also ihr Lieben, bedient euch. Der Kaffee ist noch heiß. Noch kommt er frisch produziert hier unten aus unserer Kaffeemühle. So, dann gucken wir mal hier weiter. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abhängig von unseren Baustellen. Und die nächsten Schritte sind eigentlich die nächsten großen Baustellen zu machen. Hier vorne sieht es erstmal ganz gut aus. Wir haben jetzt hier einen arbeitslosen Biber. Das wird wahrscheinlich hier beim Bau sein. Das ist jetzt nicht schlimm. Wir werden übrigens mal den auf die nächstniedrige Priorität setzen, damit das hier auch soweit passt. Den hier will ich auf jeden Fall voll halten. Das sieht hier erstmal grundsolide aus. Das passt eigentlich. So. Ja. Hier vorne sieht es auch gut aus. Wie sagen wir jetzt hier mit dem Wasser? Ja, wir leiten jetzt hier noch nichts ab. So, also jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Jetzt kriegen wir das hin. Das Problem ist, wir dürfen hier nichts rausleiten, weil dann A, wir hier absaufen und B, die Dinger nicht mehr funktionieren. Wir brauchen ja Faulwasser für unsere Sprengstoffproduktion. Ich will jetzt eigentlich mal gucken, dass wir es vielleicht vor Zyklus 24 mal schaffen, unsere Sprengstoffreserve mal so ansatzweise zu füllen. Ich hätte schon gerne mal so ein bisschen volle Lager. Aber apropos ein bisschen volle Lager, den können wir mal ausmachen.
Die Zahnräder sind jetzt eigentlich mal hier ganz ordentlich gefüllt. Und übrigens auch weitere große Wassertanks können wir hier nicht mehr bauen, weil wir jetzt wirklich den ganzen Stahl für die Kaffeeproduktion weggeworfen haben. Wir haben noch genau 3 Stahl übrig. 3. Und ein Metallblock. Also, das ist ja Stahl. Okay. Gut. Also, wie sieht's hier aus? Wir gucken mal, hier sind wir nur bei 11. Ja, was kann man hier noch machen, um das, um die Stimmung zu heben? Nasses Fell? Ja, keine Ahnung, dann müsst ihr noch mal ein bisschen durchs Wasser schwimmen. Hier vorne zum Beispiel. Das kriegen wir hin. Schlafbedürfnis ist okay. Fermentierte Maniokwurzeln. Wir könnten natürlich noch ein Pilzlager bauen, Leute. Das wäre möglich. Wir haben ja hier noch eins frei. Da machen wir ein langes Pilzlager rein, dass wir hier auch Pilze reinkriegen. Das machen wir. Pilze. Lagerfeuer, Dachterrasse. Wir müssen das Thema Dachterrasse nochmal checken. Das könnte noch was bringen. Green Lantern könnte auch was bringen. Dächer. Eine Feuerschale. Eine Biberbürste. Haben wir nicht eine Biberbürste hier gebaut? Ich wollte gerade sagen. Alunja bürstet sich doch gerade. Moment. Biberbüste. Habe ich in Bürste gelesen? Biberbüste. Oh Gott, entschuldigt bitte. So, Ehrfurcht. Ja, das wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn wir hier vielleicht noch ein Monument bauen. Ne? Ein Monument der Arbeiter. Das kostet aber 200 Holz. Ja, wir haben 400. Ich will das jetzt aber auch nicht verschwenden. Jetzt müssen wir tatsächlich mal gucken. Jetzt müssen wir einmal checken. In der Industrie. In Biberle... Moment, Valley auf dem Hills, genau. Haben wir hier noch irgendwo Holzfäller fahren? Oh Gott, wir haben hier noch Holzfäller fahren. Der hat gar nichts mehr zu tun. Wo ist die nächste? Ja, der macht Sinn. Okay, du hast ja eine sinnvolle Aufgabe, das passt ja. Mhm. Den können wir da lassen. Der kümmert sich um das Teil. So, dann hätte ich nämlich die Idee. Tja, das ist jetzt ein Problem. Kommen wir nicht ran, ne? Doch, kommen wir. Wenn wir hier eine Treppe runterbauen. Hopp, hopp. Da. Dann können wir das hier abholzen. Dann können wir das hier abholzen. Und dann können wir damit unsere Biberstatue bauen als Monument. Wir können mal gucken, was wir hier noch haben. Feuerschale, den Stahl... geben wir jetzt nicht aus. Glocke haben wir auch nicht. Kostet alles Stahl. Können wir nicht machen. Laterne, Laterne. Sonne, Mond und Sterne. Tja. Wir fangen erstmal mit dem Offensichtlichsten an, die Zeit weiterlaufen zu lassen. Und dann werden wir hier ein langes Lagerhaus bauen. Und das wird bitte importieren. Immer wenn notwendig, einmal fermentierte Pilze. So. Sehr schön. Ja, auch die Pilzproduktion können wir jetzt auch nicht mehr steigern. Denn auch das Ding kostet Stahl oder Eisenblöcke, Metallblöcke. Das ist jetzt also alles, tja, blockiert. Die richtig tollen Sachen können wir jetzt also nur noch bauen, wenn wir hier hinten dran sind. Das ist nicht 100% richtig. Wir hätten hier noch 30. Wenn wir unbedingt wollten, könnten wir also noch 15 Blöcke gießen. Das wäre in der Theorie möglich. Aber ansonsten, ihr seht, ich scroll jetzt gerade mal so ein bisschen über die Karte. Hier ist wirklich nichts, ne? Außer ein riesiger Teich. Und hier ist wirklich, wirklich nichts. Also da ist echt auch nichts mehr, was wir anzapfen können. Das nächste große Loch ist übrigens da hinten. Die, hier, da. Da ist das große unterirdische Ruinenloch, wenn wir da mal ran wollen. Und das ist wirklich, das ist am anderen Ende der Karte. Oh, Heidewitzka, sag ich da nur. So, nun denn, also, das sieht so mal gut aus. So mal gut aus, hier wird gebaut und gewerkelt, was das Zeug hält. Und dann können wir jetzt auf Vollgas gehen. Jetzt wirklich mal warten, bis die hier bauen. Haben wir denn hier jetzt Kohlrabi-Probleme? Was ist denn jetzt schon wieder los? Sterben hier schon wieder Leute, sag mal. So, die nächste, was ist das? Dürre, Faulwasser? Dürre. Ja, Tanks sind voll. Alles gut, wie sieht es hier aus? Faulwassertank ist voll. Da können wir Sprengstoff weiter produzieren. Wir haben jetzt knappe 80 von 200 in unseren Lagern. Ja, das passt schon.
Die Pilze werden mittlerweile ein bisschen leerer. Kohlrabi auch, nur noch 256. Ja, das ist jetzt meine eigene Schuld. Das ist doof gelaufen, muss ich jetzt einfach ganz klar sagen. Das ist jetzt, ja. Hoffen wir mal, dass das keine Probleme verursacht, aber sollte eigentlich nicht. Wir haben ja noch Beeren auch noch genug, das ist ja auch noch alles. Alles fertig. Okay. Gut. Also, in 3 Tagen ist wieder Dürre. Bis dahin haben wir den Tank oben nicht fertig. Dann können wir aber zumindest mal... Schocki starb schon wieder. How Schocki. In der Generation 4. Mr. Couch Potato ist nur erwachsen geworden. Nur. Jetzt bist du ein großer Biber, mein kleiner. Mein großer. Entschuldige bitte. So, Kaffee wird abgebaut. Wie sieht es hier mit Arbeitslosen aus? 2. Oh Gott. Na dann. Viel Spaß. Viel Spaß beim Schleppen. Das Ding ist leer. Wir haben ja auch Kaffee ohne Ende. Die Kaffeeproduktion läuft. Der Tank ist voll. Jetzt können wir tatsächlich eigentlich dann... wir machen mal die 2. Pumpe hier an. Die werden wir auch priorisieren, dass wir den Tank hier zumindest mal voll kriegen. Und dann müssen wir uns wieder bei Tag 1 wieder damit beschäftigen, dass wir die ganzen Lager hier füllen. Und dann würde ich ab Tag 1 auch gucken, dass wir ihn hier anmachen. Natürlich so ein bisschen in Abhängigkeit, wie lang die Dürre ist. Denn wir haben jetzt natürlich... Wir können uns das mal gemeinsam ausrechnen. Wir haben jetzt hier insgesamt eine Biberanzahl von 100, 105. Und unser Wasser reicht ungefähr mit den aktuellen Reserven 12 Tage. Das heißt, eine 30-Tage-Dürre ist jetzt im Bereich des Machbaren. 17 bis 18 Tage schaffen wir mit unserem Wassertank hier. Der Tank wird nicht allzu viel schaffen, deswegen werden wir noch was rüber schaffen müssen, aber das ist alles einkalkuliert. Das heißt, auch 30 Tage Dürren sollten jetzt hier easy machbar sein. Tja, ist schade, den Tank werden wir nicht mehr schaffen. Den werden wir nicht voll kriegen. Das ist schade, aber jetzt in dem Fall einfach nicht zu ändern. Und Wasser haben wir hier genug. Ich muss überlegen, ob wir noch ein weiteres Wasser... Hier sollten wir echt noch einen weiteren mittleren Wasser bauen. Das werden wir jetzt auch nicht mehr voll kriegen und bauen. Das hätten wir vor ein paar Tagen machen müssen. Gut, wie sieht es hier aus? Oh, wir sind hier am... Oh, sehr schön. Wenn wir das fertig haben, dann können wir den nächsten Distrikt hier gründen. Und von hier aus dann endlich anfangen, Metall abzubauen. Ich würde übrigens in der ersten Zeit das Metall nach Biberly Hills schaffen und dann dort erstmal einschmelzen. Das ist mir nochmal wichtig, dass wir dann wirklich erstmal das Metall hier hinschaffen und schmelzen. Und dann langfristig will ich das Metall von hier schmelzen, dass wir das weiter verteilen können. Denn ich habe ja nach wie vor, eigentlich hier drüben auch noch weiter zu siedeln. Das müssen wir mal sehen, denn uns geht hier auch langsam so ein bisschen der Platz aus und den Erdbagger wollen wir auch noch bauen, damit wir uns hier ein bisschen mehr Platz erbauen. Und wir können hier auch noch so ein paar Stufen aufschütten. Die Frage ist halt, was wir hier hinten dann machen wollen. Denn wir haben nicht mehr allzu viele Optionen. Wir könnten noch ein bisschen Mais und Auberginen bauen. Und was wir noch machen könnten, wäre die Wohlbefinden-Sachen bauen. So Motivatorium. Das sind alles Dinge, die würde ich schon gerne noch bauen. Gerade so das Motivatorium und der Windtunnel. Das sind ja Dinge, die auch neu sind. Und das fände ich schon ganz cool. So, jetzt haben wir 0,6 Tage. Jetzt habe ich voll den Einsatz verpennt. Das ist natürlich jetzt doof. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier unsere Tanks voll machen. Jetzt müssen wir das mal alles gleichzeitig machen. Einmal dazu bitte. Jetzt werden wir hier auch schon mal ein bisschen voll machen. Auf 1. So, das wollen wir natürlich, ja, ich weiß, das ist jetzt doof, das läuft ja alles ab. Das ist mir schon klar. So. Zu. Auf. So, gut. Also, hier vorne wird es jetzt auch voll. Das heißt, einmal kurz gucken, dass hier nichts absäuft. Wie viel haben wir?
83, sieht noch gut aus. So, da ist auch noch nicht voll. Gott, oh Gott, oh Gott, das ist aber ganz schön leer hier gewesen, das Ding. So, jetzt wird es langsam auch da voll. Ja, 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 jetzt kommt's. Aber ich denke, beim nächsten Mal können wir vielleicht mit viel Glück sogar in dem Wassertank schon speichern. So, einmal dazu machen. Dann haben wir den auch. Die Pumpen dort arbeiten. Sehr gut. Und jetzt müssen wir hier gucken. Ich glaube, ja, ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. So, hier zu. Da auf. Hier zu. Ich möchte nicht schon wieder eine Überschwemmung riskieren hier. Das wäre extremely uncool. Ja, diese kleine Welle ist okay. Da können wir jetzt nochmal aufmachen, dass die kleine Welle sich auch wirklich fortsetzen kann. So. Und. Passt. Und zu, bitte. Alles klar. So, das haben wir. Hier ist auch zu. Da ist zu. Wunderbar. So, dann machen wir jetzt. So, dann machen wir jetzt den hier zu. Blub. Und den hier und gucken mal, ob wir das hier halbwegs vernünftig jetzt vollkriegen. Das wäre natürlich ziemlich cool. Jetzt süfft jetzt das Wasser noch weiter. Ansonsten machen wir nochmal eine Welle auf. Ich glaube, eine Welle müssen wir noch. Ja, eine Welle müssen wir noch aufmachen. So, dann machen wir wieder zu. Und dann gucken wir mal, ob die Welle jetzt hier ausreicht, um das hier unten zu füllen. Eine hätten wir möglicherweise in 0,3 Tagen kriegen wir noch hin. Aber das sieht gut aus. Ja. Sehr schön. Ja, ja, ja. Das läuft jetzt hier schon rein. Das ist mir jetzt egal. Das bleibt jetzt so. Dann machen wir einmal ganz kurz hier auf. Um das hier auch abzuleiten. So, wunderbar. Dann haben wir es. Das ist jetzt wirklich alles voll. Wir haben jetzt ein bisschen zu viel Wasser. Aber das ist jetzt kein großes Problem. Es ist alles voll. Und jetzt bin ich gespannt, wie lang die nächste Dürre dauert, ihr Lieben. Holz ist auch voll. Kohlrabi wird jetzt knapp. Aber der sollte bald alles, das sollte bald alles reif sein. Hier hinten ist schon was reif. Und die nächste Dürre dauert 17 Tage. Okay, das kriegen wir hin. So, mein lieber Manni. Du kommst natürlich auch wieder mit rein. In der Generation 7 schon. E-Drive ist auch gestorben. So, das wärst du, mein Lieber. Du machst gerade Sport. In Generation 5. Und nein, der Boss ist gestorben. Oh mein Gott. Ich bin tot. Wie könnte das nur passieren? Okay. Naja, es ist, wie es ist. So. Also, da haben wir auch auf 2,5. Das ist okay. Die pumpen hier noch munter weiter. Und ich würde jetzt tatsächlich sagen, komm, wir bauen jetzt hier noch einen weiteren. Bevor die pumpen, das werden wir jetzt auch priorisieren. Bevor die Pumpen hier jetzt sinnlos nichts machen, werden wir da noch einen Tank hinbauen. Den werden wir jetzt priorisieren. Damit Wasser füllen. Das ist mir jetzt einfach zu heikel hier. Dann können die Pumpen hier hinten jetzt das Wasser hier reinpumpen. 600. Wir sind jetzt hier bei knappen 20 Bibern. Dann reicht das zumindest für die Kolonie. Wir hatten gesagt, das sind knappe 50. Das sind knappe 50 Wasser, die wir brauchen. Das sind also 6 Tage, sind 12 Tage. Dann haben wir nochmal ein ganz bisschen Wasser mehr, das passt schon. Das ist dann schon mal etwas besser. So, hier vorne sieht es auch gut aus. Das können wir mal zumachen. Wir können es auch offen lassen, ist im Prinzip egal. Hier ist alles voll. Und
Ich möchte eigentlich von vornherein jetzt hier noch einen reinsetzen, damit hier ein bisschen Wasser abgeleitet wird. Dass hier wirklich jetzt das mal voll bleibt. Das machen wir auch mal so. Und dann werden wir jetzt hier den Teil noch priorisieren und gucken, dass wir das bauen. Das ist mir jetzt auch noch wichtig. Da setzen wir jetzt mal die Priorität ein bisschen höher, dass hier hinten das Holz, das kann ruhig warten, obwohl... Na, Holzprobleme haben wir hier eigentlich nicht, ne? Wir setzen das trotzdem nochmal eins höher. Und ich will diesen Tank jetzt hier fertig kriegen. Der soll bis zur nächsten Dürre soll der fertig sein, dass wir hier jetzt in Biberle Valley vernünftig unser Wasser speichern können. Das ist halt momentan, ist das echt unschön, dass wir hier überhaupt keinen Wassertank haben. Das gefällt mir nicht. So, wir können übrigens dann auch, überlegen, ob wir den hier breiter machen und hier einen Kanal bauen, dass wir sagen, hier kommt auch nochmal Wasser mit rein, dass wir den wirklich von beiden Seiten aus befüllen können. Einmal von hier und einmal von da. Das können wir aber auch langfristig machen. Das ist jetzt noch nicht nötig. Wir können das Teil ja zumindest bis auf das Level hier auch über dieses Teil füllen. Und das braucht ja nur der Rest von hier auskommen. Das ist ja also von daher gesehen auch erstmal kein Thema. Denn ich weiß halt nicht, ob die beiden Quellen hier ausreichen, um langfristig diesen großen Tank hier zu füllen. Aber das werden wir rauskriegen. Oh, unser Doc ist gestorben. In Generation 6, mein Lieber. So. Okay, sehr gut. Ja, hier machen wir jetzt auch erstmal nicht viel mehr. Ich denke, Biberle Hills, Valley, Hills ist soweit erstmal abgeschlossen. Was wir hier noch machen können, sind natürlich Biberstatuen, Uhren und so weiter. Aber wir könnten die Biberbüste bauen, das geht nicht. Metallmangel, die Biberstatue, Metallmangel, alles Metallmangel, Feuerschalen, Metallmangel. Dann gehen wir zu den Monumenten. Wir könnten die Flamme der... Nein, Metallmangel. Oder wir... Nein, die Hommage an den Erfindergeist. Das ist auch Metallmangel. Tja, Wohlbefinden. Wir könnten tatsächlich überlegen, das Motivatorium zu bauen. Das wäre möglich. Das wäre tatsächlich eine Überlegung wert. Ein Windtunnel braucht 400 PS, Leute. Das ist ja der Wahnsinn. Hätten wir jetzt theoretisch sogar übrig. Können wir aber nicht bauen. Tja... Und ich bin ja echt am Überlegen, dass wir dieses Motivatorium bauen. Ich finde das so cool. 18 Besucher. Könnten wir machen. Brauchen wir Energie für. Wäre hier hinten möglich. In meinen Augen. Ist die Frage, ob die Energie von vorne ran muss oder von hinten. Energie kriegen wir hin. Energie kriegen wir hin, indem wir einfach sagen, dahin. Wir brauchen unbedingt einen Blueprint-Modus in diesem Spiel. Nennt sich Pause. Und dann gehen wir da hoch. So. Das ist Energie. Das wäre jetzt kein großes Problem. Ich will aber das Motivatorium eigentlich nicht von vorne versorgen. Oder von... Also ich will es nicht umdrehen müssen. Die Frage ist, ob wir das da mit Energie auch hinkriegen. Wir testen das jetzt mal. Aber wir wollen das auf jeden Fall bauen. Und jetzt ist die große Frage, geht das da? Nein. Wir müssen es wirklich da hinten hinsetzen, ne? Okay. Können wir das denn sonst noch hinbauen? Tja, wir könnten überlegen, ob wir die Plattform hier nehmen. Nein, das kostet auch Metall. Tja, dann haben wir keine andere Option, außer das tatsächlich hier hinzusetzen. Und das machen wir aber mit Plattform. Oder? Geht das? So, Motivatorium bitte. Wir können es am liebsten, wir können es tatsächlich am besten da hinsetzen. Aber dann sind die Wege so weit.
Und wenn wir sie dahin bauen, dann können wir uns die ganze Konstruktion hier ersparen. Ich würde fast sagen, wir machen das, Leute. Wir machen das. Wir bauen das Motivatorium hier hin. Mit einem gebührenden Abstand, den wir nicht einhalten werden. Aber, tja, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir können es auch hier hinsetzen und dann hier hinten eine Maschinen... eine Reihe lang bauen. Am liebsten würde ich es ja wo ganz woanders hinsetzen, aber da haben wir keine Energie. Am liebsten wäre es mir hier, aber da haben wir A, Bären und B, keine Energie. Da müssten wir noch einen Motor bauen und den will ich da nicht haben. Dann müssten wir eventuell hintenrum eine Leitung führen. Das werde ich mir mal, zu Gemüte führen. Das werde ich mir offline nochmal angucken. Ja, jetzt haben sie die Platten hier gebaut. Naja, komm, wir reißen es wieder ab. Bauen wir nicht. Bauet auf und reißet nieder. Immer und immer wieder. Wir werden das nochmal pausieren. Und ihr könnt gerne mal eure Kommentare dazu abgeben, wo wir das am besten platzieren sollen, das Motivatorium. Hier wäre die einfachste Lösung, Thema Energie. Aber ich muss sagen, ich bin mit der Lösung nicht 100% zufrieden. Das finde ich noch nicht, das finde ich nicht ganz so gut. So, ich würde übrigens mal sagen, die Sprengstofffabrik, die können wir jetzt hier pausieren. Die brauchen wir nicht. Da lassen wir das erstmal, ja, wir können auch die beiden hier pausieren, das macht jetzt auch keinen Sinn mehr. Und haben wir hier jetzt zwei Biber übrig? Oh Gott, was mache ich denn mit den armen Bibern hier? Wir haben arbeitslose Leute, könnt ihr euch das vorstellen? Da muss ich echt noch, vier? Was machen wir denn mit den ganzen Bibern? Wir können hier noch ein paar rüberschicken. Aber dann war auch nur ein Job frei. Heieieiei. Ja gut, hier könnten wir noch einen Schlepperposten erweitern. Wir können hier auch noch einen Schlepperposten bauen. Oder wir bauen hier noch ein Bauzentrum. Dann bauen wir das schneller. Aber das sind alles Dinge, da machen wir uns Gedanken drum in der nächsten Folge. Ihr Lieben, ich wünsche euch was. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Strategienerd.